Moin Moin zusammen und willkommen zurück zu Let's Play Oblivion. Oh, es ist ganz schön dunkel hier. Ja, wir sind gerade auf der Suche nach... Was sind wir nochmal auf der Suche? Fighter-Skilled. Ich soll dir was draus bergen. Was war das denn nochmal? Irgend so ein Item. Journal. Scholar Brennus Artis Journal. Ja, Artis Journal sollen wir hier bergen, weil der Kollege Maglier, der hat gesagt, das ist das dem nicht wert hier. Die ganzen Untoten wegzuschnetzeln, nur um so ein blödes Buch zu holen. Wir haben aber kein Problem damit, deswegen machen wir das. Ja. Leute, Donnerstag. Bald schon wieder Freitag. Wochenende. Sehr schön. Richtig Bock, ey. Am Wochenende, also, richtig Bock. Warum? Jetzt am Wochenende ist auf WoW Classic der Uldur-Release und... Beziehungsweise ist der nicht Freitag? Ich weiß es gar nicht genau. Wir raiden jedenfalls, ich meine. Nee, ich glaube, der schon vorher. Ja, ich glaube, er ist Freitag. Ich weiß es. Ich meine, er ist Freitag. Wir sind jedenfalls Sonntag? Ich glaube, Sonntag drin. Und da habe ich schon richtig Bock drauf. Okay. Eine Trap. Aber sie hat nicht funktioniert. Kommen wir noch hier vorbei? Sieht nicht so aus, als ob wir da noch vorbeikommen. Tja. Durchgang versperrt. Okay. Dann suchen wir uns einen anderen Weg. Unten sind ja auch noch mehr als genug Zombies hier. Wir haben, falls es sich jemand fragt und nicht aufgepasst hat, wir haben immer noch die Night Cowl an. Das ist der Helm vom Grey Fox. Wenn man den trägt, ist man Grey Fox. Also der Grey Fox. Oder... wie man es auch nennen möchte. Der Leiter der Diebesgilde. Das kann auch jeder werden. Also man braucht nur wirklich diese Mütze. Völlig egal. Ne? Ich muss mal zeigen hier. Ne, wenn man diese Mütze trägt, dann ist man automatisch Leiter der Diebesgilde in Oblivion. Und hat einige sehr, sehr nützliche Bonis, wie zum Beispiel Detect Life. Was für einen Sneak Character, der mein Charakter ist, optimal ist. Denn ich kann genau sehen, wo die Gegner sind. Da vorne läuft einer. Und er sieht uns nicht mal. Ha! Easy. Was ich mir noch nicht... Oder was ich mir nicht gemerkt habe, ist, wie der ganze Kram hier... Ist eine Mami? Eine Mumie? Wie der ganze Kram hier aufgebaut ist. Ich laufe gerade einfach so ein bisschen freie Schnauze. Ich glaube, mir kommen aber auch schon einige Gegner entgegen hier vorne rechts. So, zwei sind's noch, sind noch da. Yep. Und da vorne. Das sieht leichter aus, als es ist. Wenn ich nicht schleichen würde, würden die mich kaputt machen. Mumien haben echt schönes Zeug. Jeder von denen hat Ringe. Oder Halsketten. Oder irgendwas anderes Wertvolles. Richtig schön. Voll die Tropfsteinhöhle hier. Hörst du die ganze Zeit das Plätschern und... Was ist da? Hey, Junge! Warum stehst du auf? Bleib liegen! Soll das? Du warst ganz klar tot. So, aber was ist denn da vorne? Ach, das ist da. Was bist du? Eine Mudcrab. Und was bist du? Ach, ist hinter der Wand. Entschuldigung. Das habe ich nicht so genau gesehen. Da ist ja schon wieder einer aufgestanden. Unhöflich.
Ist schon längst Schlafenszeit für die, ja? Die dürfen gar nicht mehr wach sein. Thin bone. Don't need that. So. Ich glaube, jetzt gleich sind wir an einem Punkt angelangt, wo ich nicht mehr... Da ist das ja! Das Journal. Ich dachte gerade, ich müsste hinten da, wo die... Ja, ich habe gesehen, dass ich das gefunden habe, danke. Ich dachte gerade, ich müsste da hinten, wo die Felsen runter sind, einen Weg lang suchen, dass ich da durch kann. Scheint nicht der Fall zu sein. Okay, dann war das ja doch noch... Dann war das ja relativ schnell. Ist ja schon wieder aufgestanden! Ne, das habe ich jetzt echt keine Lust zu. Machen uns unsichtbar. Soll der hier unten auf alle Ewigkeit Fang spielen mit sich selber oder so. So. Schön. Gut, müssen wir vielleicht noch zum Malgier? Oder ist das überflüssig? Hm. Ich guck mal. Ich würde sagen, wir müssen hier rechts lang. Ich glaube, wir sind falsch. Ja, wir sind falsch. Warte. Hier und dann dadurch, okay. Wie soll ich denn hier durch? Ist ja der Ausgang versperrt. Warte, ich glaube, ich bin dumm. Ah, hier ist der Weg drum. Vergessen. Stimmt, ich bin ja hier so rein und... keine Absicht. So. Fertig. Wir können einen Zwischenstopp machen, laut Pinner auf... Ja, okay. Das Spiel ist abgestürzt, Sekunde. Und der Such Nummer 2. Wir können einen Zwischenstopp laut Quest-Pin in Skinred machen, um wahrscheinlich Malgier Bescheid zu sagen. Aber der stürzt jetzt nicht wieder ab. Nein, tut's nicht. Grey Fox! Fehler, Fehler! So. Ich hab nichts verbrochen. Ja? What can I do for you? Nee. Leave me alone. Mach ich. Warum hat eigentlich keiner Haustiere? Es gibt nur Straßentiere. Wenn hier schon Tiere sind. Bin auf der falschen Seite. Die andere Seite. Oh, na, 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 na. So. Könnte es sein, dass wir das ihm geben müssen? Oder sollen? Oder einfach nur mit ihm sprechen? How do you do? What? Maglia! You're still around. I've told you why I defaulted on the contract. Not too much else to be said about it. Do what you must. Amber? You found it, huh? Good work, I guess. Well, take it back to Orin then. He can pay you on the contract. Tell him what you want about me. Ach so. I understand about duty. Don't get me wrong. Should have been more than one guy on this job, and I've got my family to think about. They come first. Völlig normal, verständlich, ne? Whatever. Mein Charakter hat keine Familie. Er ist Einzelgänger. Es ist egal, ob der irgendwo im Dreck verreckt. Kann ich immer wieder laden. Standard Chapel. Hey. Kaum wenn man es lesen, geht der Ladebalken voll ab. Ja? Das ist irgendwie... Sobald ich einen Tipp im Ladebildschirm lesen möchte, macht der Ladebildschirm... Lana? Mages Guild? Nein, ich will nicht zur Mages Guild. Falsch hier.
Genau, also sobald ich da so einen Abschnitt lesen will, macht der Bildschirm, der Ladebalken, der vorher so gemacht hat, den. Durch! Why are you talking to me? Shouldn't you be finding Maglier? Digga, chill mal, Alter, ich hab's schon gemacht. So, I assume you've dealt with Maglier. Tell me about why he defaulted on his contract. You've got the journal. Good. So, what happened in Skindrad? You did it? I'll be talking to Maglier soon. I don't need one wet ear covering for another. Still, the job got done. Here's the reward. Wie viel Geld? 500? Schön. Haven't you seen her around town? She's either at the Grey Mare or she's skulking around the Mage's Guild, it seems. Okay. Back for more work, are you? Yeah. Good. Some of our boys are causing trouble in Leowyn. Looks bad for the guild. Some of your brothers have been getting rowdy at the local tavern. I've got no problem with cutting loose, but I don't like it when we all look bad. You're looking for Relian, Vantus Prelius, and Dubok Groshok. I haven't had any trouble with them before, so find out what's going on. Ich glaube, da ist nicht der bei, der uns, Jetzt, guck mal, der smilet richtig. Er hat ein Lächeln im Gesicht. I'm looking for results from you. What have you found out? Kannst du mich trainieren? Nein? Schade. I'll be waiting. Ich meine, die drei, die, Stress machen, sind nicht die, die... Sekunde. Sind nicht die, die, ist nicht der, der mir Bladeskill beibringen kann. So. Wie viel habe ich eigentlich an Geld? Oh, ich bin arm. Not bad. Go ahead, please. Think they're all so high and mighty that they've somehow got a monopoly on power. Monopoly? Ich spiele gerne Monopoly. So, Leowyn. Das ist eine andere. Warte mal. Anvil ist die, die ich meinte. Hier ist der Bladeskill Trainer. So, Leowyn. Warum ist denn jetzt mein Quest hier nicht aktiv? Achso. Na komisch, normalerweise zeigt er mir auch sowas auf der Karte an. Ich glaube, ich muss husten. Sorry. So, wo ist denn hier die Fighters Guild, hm? I'm only asking for enough to feed me kids. There are some folks causing trouble, that's for sure. Head over to the Five Claws Lodge. You'll see. Alles klar. Danke. Blessings of Stemdar. Ach, hier direkt vor der Tür. Direkt neben dem Tor. Da können wir direkt rausschmeißen. Wird ein bisschen schwer, glaube ich, weil es sind hier drei. Jo. Junge! You scare off my customers. Go away. I'll snap you in half, little man. You've always been too smart for your own good. You've always been too smart for your own good. What do you want? Sind die dumm? No trouble here. No nothing here. No fun, no work, nothing. Blackwood Company's got all the work. There's nothing left for us, except for drinking. Haven't you heard of them? Former soldiers sent down into the swamps to take some territory back from the lizards. Talk to Vantus. Okay. Shove off. You'll keep your nose out of this if you know what's good for you. Shut up, bitch. Trouble? Trouble, you're damn right. But it's not us, friend. The real trouble's with the Blackwood Company. They're what's causing trouble. Mercenaries is what they are. And they've hung up a shingle here in Leowyn. Vantus can tell you more. It's Vantus. Send me a drink. It's not wise to interrupt us in the middle of our discussion. Ich weiß nicht warum, aber der sieht irgendwie am dusseligsten aus. So, hier ist sein Kopf, ne? Hier und hier. Das sind seine Haare. Ne? Und man sieht hier etwa, wie dick der Helm ist.
So, das heißt, der Helm hört hier auf. Das passt nicht. Sieht dumm aus. I don't think so. I'll tell you what real trouble is. It's trying to pay my debtors when there's no work. It's my wife taking in wash to buy food. That's been the state of things since the Blackwood Company began moving in. Egal, wenn die besser sind? I spit on them. Mercenaries sent by the Emperor to reclaim territory in Black Marsh. When they failed, they came back and set up shop. They've been undercutting us on contracts ever since, and they've no qualms about accepting jobs no guild member would be caught dead doing. Oh? We must? Well, last I saw, you didn't outrank me, journeyman. I suggest you mind your manners and your own business. A brilliant idea. Orion only sends his best these days. Tell you what, you go find us some paying work and we'll happily go about it. Jobs would be great. Too bad no one is giving us any these days. If you can find some work for us, we'll do it. Mm-hmm. Much okay. Obliged, my friend. Your Fighters Guild, get them out of here. They have caused trouble here as well, but they have gold to pay for the trouble. Things are always better when served with gold. Die bezahlen nicht mal ihren hier Deckel? Was soll das? Causing trouble, yes. Causing much trouble, scaring customers, breaking furniture, bad, bad men. Ja. Jobs around here? Don't know that I trust you enough to recommend you to anyone. Das ist doch easy. Say what you're going to say. Blah. Good. Sure, that's cute. You can't scare me. That's pretty good. Goodness. You're full of it. Yeah, I get it. Please. You're pathetic. Good. Sure, that's cute. Is Mist, das habe ich doof gemacht. Ich muss den dünnen immer hier haben, den kleinen. Good. You're full of it. Good one. Is that so? Ja, ja. No, you do me too much. That's just talk. Please, you're pathetic. You sure, that's cute. Oh! Journeyman. Ach so, sehr schön. Das heißt, ich krieg deutlich bessere Bonis. Jobs for the Fighters Guild. Try Margart. If she's not at home or at the Five Claws, she's probably out looking for alchemical ingredients. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. What are you doing here? Ich suche Margarete, oder wie sie hieß. Margarete. Die wird wahrscheinlich Hilfe brauchen, wenn die draußen Pilze und Pflanzen pflücken ist, ne? Warte mal. Hier vorne wird sie... Mal hier durch. Hier wird sie sein. Three Sisters. Das sieht doch gut aus. So. May the wind be on Margaret. My name is Margaret. Professionally, I'm a trade consultant. I offer advanced mercantile training, by the way. But my real passion is alchemy. I love brewing up new and interesting potions, just for fun. It's a pity my busy consulting and training schedule leaves me little time for gathering ingredients. And heavens forfend that my husband, Itar, devote a few minutes from his all-consuming hobby. Stirring up trouble between Khajiits and Argonians to help me find ingredients. Gotcha. Yes?
What a wonderful... Sure. That's pretty... What a oh, fool you are. Das hat nicht mal einen Minus gegeben jetzt. I see. Das eine. I suppose I've got something I could use the guild's help with. I need ogre teeth and minotaur horn for my alchemy experiments. They're tough to get, but I prefer fresh, and I'll pay well. And I just don't trust those Blackwood Company folks to find them. Das ist gut. I'm not sure about you either. Tell you what. If you bring me back 5 portions of ectoplasm, I'll give my business to the guild. That's my offer. Mann, muss ich auch noch so einen Kack suchen. Ja, ja. Habe ich welche? Also, 5 Ektoplasma, dann dürfen die Jungs sich austoben bei Ogern und Minotauren. Hm, hauen sie wenigstens in die Kneipen kurz und klein. So. Bin mal gespannt, ob wir mit der Blackwood Company, hieß sie so? Ich glaube schon. Ob wir da noch irgendwas mitmachen müssen. Hab ich noch nie von gehört. Na gut, ich habe von einer Menge noch nichts gehört, weil... Boah, was habe ich denn bisher hier kennengelernt? Die Blades, Thief Guild, Fighters Guild, Mages Guild, so ein paar kleinere Charaktere. A, B, C. Kein E. Mist, kein Ektoplasma. Da muss ich was kaufen am besten. Das geht am schnellsten. Marketplace. Vielleicht hat ja der eine Dude, einer der ersten Händler, die ich ja, ich weiß nicht, wie er heißt, aber es ist einer der ersten Händler, mit denen ich gehandelt habe. Hier in Imperial City. Das war hier vorne rechts hinterm Fighting Chance. The Main Ingredient. So hieß es, genau. Any friend of the. I offer the finest goods and lowest prices in all Cyrodiil. Nein. Kein Ektoplasma. Wie krieg ich das denn jetzt her? Wo krieg ich denn jetzt Ektoplasma her? So eine Kacke, ey. Ich glaube, ich weiß wo. Ich welches finden könnte. Ich glaube, hier ist eine... Ich meine, das ist eine... Eine Hochelfen... Hoppala. Sekunde mal kurz. Manche Köpfe sind irgendwie hohl. Ich glaube, die haben ein Loch vorne beim Auge und hinten geht's wieder raus. Ach ne, ich schieße durch die Schulter wahrscheinlich. Warte mal. Mal daneben. Auch, hä? Hä? Na dann. Hälfte weg. Mist hier. Meine Beine. Ich habe nur noch 10. Ich habe nur noch 13. So, hier sind vielleicht Geister drin. Ich hoffe es zumindest. Ich mich daran erinnert, das sind ja auch... Okay, manchmal sind Minotauren auch drin, aber... Ich kann ja jetzt schleichen. Und auch unsichtbar schleichen. Ich wollte gerade schleifen sagen. Ich schleife die hier voll über den Boden, die Gegner! Haben wir da? Das sieht eher so aus wie... Wobei, die könnten auch Ektoplasma haben, ne? Probier das mal eben zu knacken. Hoppala. Hä? So. So, ich suche... Was ist das? Was ist das? Quick Save. Das hört sich fies an.
Aber irgendwie will es nicht angreifen. Oh, das war Unsichtbarkeit, Mist. Aha. Sekunde, ein Oger! Ja, ja, wir gehen ja schon. Chill mal. Ein Valastone! Valastone ist richtig teuer. Das hat vielleicht jemand nicht gesehen gerade, aber der kostet 1000! So. Da ist noch ein Oger. Sekunde, hier ist eine Kiste. Da ist sogar ein Lesser Soul Gem drin. Da kann ich ja direkt jetzt mal gucken. Kann ich vielleicht meinen Bogen mit dem Lesser Soul Gem aufladen? Es geht. 21 uses. Nice. So. Wo ist der denn, der Oger? Wo ist er denn jetzt? Ach da. So, hier kriege ich so oder so Schaden. Keinen Pfeil behalten, der Blödmann. Oder ein Kopf aus Stein oder so. Direkt alle Pfeile drin kaputt geschellt. Needs a key. Den habe ich wahrscheinlich nicht, ne? Nö. Okay. Da haben die auf Geister gehofft. Junge. Ganz schön fettes Viech. Heile alle. Wieso Kampfmusik? Ach, guck mal, der hat den Chest-Key. Hm. Guck mal, ich wollte eigentlich nur Ektoplasma sammeln und jetzt... Das war nicht geplant. Und wer sieht mich überhaupt hier? Ich vermute halt, dass... Das ist ein Gegner? Das... Nein, hier ist nichts. Ist diese Viecher unten? Ja, wie heißen sie denn nochmal? Ich weiß es nicht mehr. Wie nennen wir sie denn jetzt? Einen Namen, den ich mir merken kann, brauche ich. Hm. Ich glaube, ich habe eine Idee. Wir nennen die jetzt fliegende Talismane. Die fliegenden Talismane. Die haben, glaube ich, auch Ektoplasma. Glaube ich. Ich weiß es natürlich nicht, weil ich habe schon länger keinen mehr gekillt und ich mag die auch nicht, weil die gegen körperlichen Schaden immun sind. Irgendwas ist noch auf mich aggro. Hallo? Hallo? Keiner da? Das ist Schock. Runde. Okay, ich kann die leider nicht anziehen, weil ich sonst keine Rüstung trage. Doofe Geschichte. Hm, kommen wir jetzt nach unten und können die beiden Talismane klatschen?
Warum ist die Sicht hin und wieder so behämmert? Da ist ein Talisman. Lass mich mal vorbei. Was ist denn hier? Der hat mir gerade ein mies Leben abgezogen. Greif ihn an. Sind das zwei? Los, Rare Scamp. Scamp. Mach ihn kaputt. Hat nicht geklappt. Wo ist er denn jetzt? Ich hasse die Viecher, ne? Die sind so scheiße. Ja, genau. Jetzt weiche ich auch noch aus. Er ist tot. So, warte mal. Apurlogi? Okay, die haben kein Ektoplasma. Heißt aber auch für mich, ich kann sie verflucht nochmal nicht gebrauchen. Also, aua. Also gehe ich hier raus. Naja, gab es wenigstens schicke Sandalen. Neue Schule. Schuhe. Birkenstöckle. Oder wie heißen sie? wie komme ich denn jetzt an Ektoplasma? Und zum Henker habe ich ein Infight-Musik. Enemy Snurby. Was für Enemies. Sehe. Ach, da. Da ist er ja. Die Kuh. Mumu. Immer noch? Ist ja noch eine! Habe ich noch Pfeile? Vier Elfenpfeile. Alles klar. Ha! Oi! Oh! Blödes Viech. Genau, klatsch den Minotaurus. Hast du den geheilt? Blödes Drecksviech. Wachen! Hier sind drei! Vier! Oh nö! Wo ist er? Da. Hau ihn. Ist er jetzt tot? Ja, sehr gut. So. Mist. Inventar ist voll. Hallo? Würde gerne meinen Rucksack anziehen. Dankeschön. So, was mache ich denn jetzt mit denen? Och, die kriegen physischen Schaden. Upsala. Physischen Schaden. Willpower ist bin damaged. Und mein Leben hat gerade mega auf die Fresse gekriegt. Also mein Leben hat mega auf die Fresse. Ich habe gerade mega auf die Fresse gekriegt oder so. Die Wache Boah! Der hat den gefressen. Ich brauche sowieso Geld. Boah, jetzt hier. Ich bin am überlegen, wie ich euch töte. Jetzt machen wir nochmal einen Scamp hier. Ich glaube, das wird nichts.
Ich glaube, das wird absolut nichts. Ihr dürft hier nicht rein, die Tür ist zu. Ey, der kann die Tür aufmachen. Die hat doch noch nicht mal Hände. Eigentlich müsste er auch nicht durch die Tür gehen, weil er hat ja auch keinen Körper. Der Bauer. Der Bauer. Let's get this over with. Ich glaube, die gehen gleich over mit dir, ey. Nein, bitte nicht. Bitte nicht sterben. Irgendwas hat er gerade aufs Maul gekriegt. Was war das? Black Spirit? Nee, Baleful Spirit. Boah! Die machen mich auf jeden Fall tot, wenn ich die weiter bekämpfe. Also ich mach die nicht tot, sagen wir es so. Ja, keine Chance. Hm. Wie sieht's mit dem Bauern aus? Hat's ihn schon zerlegt? Wo ist er hin? Hier ist der Minotaurus. Nee, das machen wir nicht. Ich will nicht, dass hier schon wieder die ganzen NPCs wegsterben. Warte mal, hier ist Autosave, ne? Mein Plan, was ist mein Plan? Ja, klappt das, dass man einfach lädt? Gefällt mir. Nehmen wir. Nehmen wir, nehmen wir, nehmen wir. Wo kriege ich Ektoplasma her? Muss ja bei Geistern sein. Das ist doch von Geistern, oder nicht? Ganze Shops haben wahrscheinlich jetzt wieder zu, ne? Schlechtwetter und Abend. Und nass. Und nass, ja. Und nachts. Auch nicht da. Good to see. Yes? Gib mir ein Bett. Right. Farewell. Tschüss. Ach ja, das ist ja die 20-Euro Absteige hier. 20-Euro Absteige, genau. Über den kleinen Schabrackenplatz. Also kriege ich in Envil für 20 Moneten mehr. Ja, ein richtig schön breites Bett, ne? Sieht man anderen Arm gar nicht. Schön breites Bett. Und riesen Fensterfront, Fenster, Nacken, wie auch immer. Wo dann so schön das Licht durchscheint. Und hier. Voll die Absteige irgendwie. Ich würde mal sagen, dann schauen wir beim... Moin. Schauen wir beim nächsten Mal weitere Händler durch. Ob die nicht vielleicht noch ein paar... Ihr wisst, was ich meine. Ektoplasma. Ich brauche Ektoplasma. Gucken wir nochmal mit ein paar Händlern, ob wir noch Ektoplasma finden. Denn Geister finde ich nicht. Danke fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Ciao.